Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Boss im heroischen Abenteuer von Ulduar. Wir gehen jetzt in den Minenwagen und das heißt, dieses Mal bekommt ihr auch... Uldaman heißt es. Kacke. Okay, also wir spielen das Ganze. Wir bekommen dieses Mal auch kein Deck vorgegeben, sondern wir müssen mit den Karten, die wir in dem Fall bekommen, müssen wir auskommen. Das heißt, wir haben komplett immer nur 2 Mana und er probiert uns komplett fertig zu machen. Wir bekommen keine Heilung, das heißt, wir müssen mit unseren 30 Leben auskommen. Und wir müssen jetzt gleich hier mal gegen 8 Schaden ankommen, die uns hier entgegenfliegen. Okay. Ja. Was machen wir da? Auf jeden Fall, den Großen können wir weghauen. Deswegen würde ich entsprechend sagen, dass wir also mit dem Stein kriegen wir noch einen weg, deswegen spiele ich jetzt mal einen Vogel und spiele gegen den Großen. Mit dem Vogel, der sollte nur den minimalen Schaden abfedern. Das heißt, damit nehmen wir einfach die 2 Sechser in Angriff. Okay, der geht uns sogar direkt einmal ran. Das heißt, damit können wir jetzt entsprechend schauen, dass wir eine Attrappe, damit können wir 3 der Trox aufhalten. So. Und wir hauen direkt eine drauf und können hiermit auch noch einen wegnehmen von dem kleinen Trox. So. Damit kommen uns entsprechend nur 2 ran. Jetzt kommt wieder ein großer. Der 4-6er, den sollten wir natürlich weghauen irgendwie. Es gibt ja noch die ganz großen, die 6-6er. Deswegen spiele ich jetzt erstmal am besten hier einmal ihn. So, dann gehen wir eine Runde nach vorne. Und der, ach, ich depp. Ich kann natürlich nicht auf den Ausgang gehen, sondern kann nur auf den Trock gehen und das machen wir. Ziehen wir den eine Runde weg, der wird uns wieder anspringen. Da ist wieder ein 4-6er. Aber wir schützen uns recht gut eigentlich gegen den Schaden. So, die 3 Karten werde ich auf jeden Fall ziehen müssen. Da haben wir wieder die 3 Schaden. Ja, ich glaube, dieses Mal kommen wir nicht dran vorbei. Wir kriegen 6 Schaden, aber das können wir auch noch irgendwie aushalten. Also es ist alles komplett reiner Zufall, was wir hier entsprechend bekommen. So, und dieses Mal sollten wir jetzt dann auch richtig schön hier. Ein Tank wäre jetzt natürlich gut, haben wir nicht. Deswegen spiele ich hier einmal den kompletten Schaden. Und ja, ziehe lieber nochmal Karten. So, da haben wir schon eine Barriere, die können wir dann brauchen in der nächsten Runde. So, und da ist natürlich jetzt ein 6-6er. Ich hoffe, wir kriegen noch, fügt allen 3 Schaden, das ist gut. Damit kriegen wir die einen weg. Und entweder er schickt einen kleinen auf uns. Ja, ich spiele ihn. Wir schützen uns jetzt vor dem. Den wird er zwar wahrscheinlich gleich wegnehmen, aber damit bekommen wir nur 2 Schaden rein. Und das ist wieder ein bisschen aushaltbar wenigstens. So, nächste Runde. Wir haben die nächsten Aufhalter. Das heißt, ich ziehe erstmal Karten wieder. Um zum Gucken. Da haben wir noch einen Ausgang. Und wir haben... Ne, ja, dann machen wir dem. Damit können wir 2 aufhalten. Also das heißt, es wird er uns wegnehmen. So, genau. Das heißt, da kommen 2 Schaden rein. Immer nur gucken, dass die kleinen Schaden kommen. So, dann gucken wir mal. Müsst eigentlich lang 1. Damit steht die 0. Und damit ist die Runde schon erledigt. Also wirklich recht einfach. Ihr müsst wirklich nur schauen, dass ihr... Die Großen aufhalten, die Kleinen... Ja, die Kleinen dürfen euch ruhig ein bisschen angreifen, aber nicht zu viel Schaden drauf einkommen lassen. Ja, das war die Runde hier. Der Minenschacht heroisch.
Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen, die Lorenfahrt. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Bis dann. Ciao, ciao.